Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XIII-2. Im letzten Part haben wir den, ich nenne es mal, oberen Quest, Hauptqueststrang abgeschlossen mit dem Turm von Augusta JS 200? 200 müsste das gewesen sein. 300. Ja, 100 Jahre neben dran. Passt doch. Genau. Jetzt wollen wir beim unteren Queststrang weitermachen. Und zwar wollen wir in die Archhüllte Steppe gehen, zu einem unbekannten Jahr, um dort, falls ihr euch noch erinnert, den Kaizo-Pudding zu schwächen. Dann wollen wir da jetzt mal uns anhören, was es so für eine Geschichte dazu gibt. On the surface of Grand Pulse stretches a desolate grassland. A wild place where the rule of might prevails and the weak exist only to feed the strong. A tribe of tough, proud people live off these lands, hunting monsters for their sustenance. But now, the hunters are whispering of a fearsome newcomer to the prairie that threatens to upset the precarious balance of their lives. Okay, dann wollen wir da jetzt mal rein. Und zwar, dieses Gebiet ist sehr groß und hat, wie man auch gesehen hat, schon 12 Fragmente. Die meisten davon können wir noch nicht machen, aber ein großer Teil davon. Somit, da werde ich gucken, was wir alles machen können und das dann auch schon mal erledigen. Ja. Da schauen wir mal. Their prey. Wow. They seem desperate. Like, they gotta get this one or there'll be nothing else to eat. Really? I guess you have to be a hunter to tell. Let's introduce ourselves. Sure. So, somit sind wir in der Archhüllten Steppe. Ich hole mir hier direkt erstmal schon mal ein paar Truhen mit Allheilmitteln. So, was haben wir denn hier für Gegner? So, und zwar Chelsea Kerata, Manipulator und Klione, Augmentoren. Es ist nicht so gut, aber ja. Sie eventuell gute Erfahrungspunkte. Also Kristallpunkte. So, Feuerer. Ja, die setzen Resonanz ein und boosten sich gerade alle gegenseitig. Haben aber, so wie es aussieht, ja, knapp 2000 Leben. Das ist nicht wirklich viel. Ah, haben sie sich Protest draufgehauen. So. 230 Kristallpunkte. Und wir haben den großen sogar. Und Schaudersplitter und Schaudertropfen. Das müssten... Inventar... Monsterkomponenten... Schauder... Sortieren wir das mal nach Alphabet. So. Schaudersplitter ist 2 und Schaudertropfen ist 1. Genau, die haben wir schon ein paar über. Ja gut. Die Truhe noch mit Heiltränken.
So, dann wollen wir mal rein in die, genau, das Leben der Steppe. Es erklärt eigentlich nur, dass, dass wir uns hier auch so ein bisschen einen Namen machen müssen. Hier drin gibt es keine Monster. Es ist nur draußen sozusagen. So, aber ich erkunde hier gleich schon ein bisschen die Karte. Dass wir schon ein bisschen mehr aufgedeckt haben. So, dann reden wir hier mal mit Chocolina. Welcome one and all to Casa de Chocolina, the only store within goddess knows how many years. Ist aber auch irgendwie überall, ne? So, da gibt's nichts Neues. Okay, es gibt hier den Eisring und Flammenring, Plus und Minus. Ist ein bisschen Resistenz hin und her. Keine neuen Monsterkomponenten. Es gibt nur die Schaudertropfen. Ah, und aber hier gibt's ein paar neue Sachen. Bei den Raritäten. Sternanhänger Plus. Absolute Giftresistenz, das ist natürlich gut. Perlenkette Plus, absolute Morbidresistenz. Fluchresistenz. Trostpreis, frischen Empathiebalken, auch bei schlechter Kampfbilanz geringfügig auf. Okay. Die Bruchresistenz, die Resistenz. Also die Plus hier sind, die sind ja extrem mächtig, aber die fressen halt auch gut an Kapazität. 57%. Also, ja, ordentlich. Okay. Your business is appreciated. Okay, Chocolina. So, hier haben wir eine Truhe. Grimio. What? Hier mal die Ausrüstung, da sieht man es am ehesten. Grimoire Lyticum. Durchschauen bei Sieg. Heiltrankeffekt mal 2. Also, die Heiltränke füllen doppelt so viel Leben auf. Das müssen dann 200 TP sein. Und wenn wir einen Gegner besiegen, durchschauen wir definitiv eine seiner Werte. Also zum Beispiel eine Resistenz. Und hier haben wir ein dickes Kaktus-Symbol drauf. Und 600 Gil. Mehr Geld. So, hier haben wir eine interessant aussehende Maschine. Eine große Apparatur. Danke für die Info. So, dann sprechen wir mal mit dem mit dem Ausrufezeichen. Listen, we could do with an extra arm. You help us, and I'll give you this map. So, Karte. If you're here to hunt, find someplace else. You guys aren't exactly hauling it in. Prey getting scarce? Yes. Ever since that storm blew up, these lands were teeming with game before that. Friends went to investigate the storm, but they never came back. Okay. Also, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal eine Karte. Das macht es uns schon mal leichter. Dann kann ich ja auch mal die Architektur zeigen. Sie ist groß. Dazu ist gesagt, ein paar Bereiche sind ein bisschen schwieriger hinzukommen, beziehungsweise ein Bereich, nämlich der hier. Da muss man ein bisschen Arbeit reinstecken, aber das dürfte man sogar beim ersten Besuch schon schaffen. Genau, und das hier ist so der Hauptbereich. Hier oben ist die Siedlung. Hier ist dieses Feld und hier oben ist noch ein bisschen Ödland und das hier ist eher so ein Wasserbereich. Sieht nicht so ganz wie die erhöhte Steppe wie im ersten Teil aus, aber es ist vorhanden. So. Dann reden wir nochmal mit ihm, weil er hat ja wohl immer noch ein Problem. So, you want to know what brought on the storm? My friends are out there assessing the situation. But even if I knew, I wouldn't tell anyone that wasn't a hunter. But Noel's a hunter. Don't look so surprised. She's right, you know. Really? Then you wouldn't mind if I put you to the test. Let's see what you can do. We've been getting harassed by a pack of monsters lately. Think you can get rid of them for us?
Okay, Goblin Essenz. Das Gras der Schildenschöppe wiegt sich gemächlich im Wald, im Wind der Zeit. Der Jäger Tipur fördert Zeranul dazu auf, ihr Jagdgeschick unter Beweis zu stellen, indem sie Goblins erledigen, die das Dorf und seine Bewohner belästigen. Zeige dein Können als Jäger, indem du die lästigen Goblins besiegst. Wir counting on you. No one knows why they appeared all of a sudden. What are they after? So, dazu ist gesagt, die Essenzen sind ein Großteil der Mission hier. Die geht noch recht leicht, die anderen sind ein bisschen schwieriger. Also, wir haben noch 1, 2, 3, 4 weitere Essenzen hier. Für die sollten wir aber deutlich mehr haben, obwohl also für die erste brauchen wir doch nochmal etwas mehr. Da sollte man schon über 2000 TP haben, um das gut hinzubekommen, aber damit kann man richtig gut leveln. So viel sage ich schon mal. 30.000 KP gibt es dafür. Ja, aber ein andermal. Aber ich kann theoretisch alles andere außer die Essenzen machen. Aber jetzt zuallererst mal die Goblin-Essenz holen. Hier können wir gleich zwei Essenzen damit holen. So, einfach hier hinlaufen und dann tauchen sie eigentlich ziemlich gleich auf. Was haben hier nochmal die Klione. Vielleicht zählen wir da ja noch einen. Das war der erste, der zweite und der dritte. Zack. Die haben nicht wirklich was drauf. Und Schaudertropfen. So. Genau, Ziel entdeckt. Das kriegen wir immer, wenn wir nach Essenzen suchen. Zack. Und damit haben wir Kampf gegen ein paar Goblins. Drei Goblins, ein Mini-Pudding. Den haben wir ja schon. Und ein normaler Chocobo ist ein Brecher. So. Quee. Ist außerdem auch der Empathie-Angriff von denen. Quee. Aber ich glaube, ist... Da haben wir irgendwas gezähmt. Ist aber, glaube ich, bei allen Chocobos der gleiche Angriff, aber mit verschiedenen Effekten. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber das könnte sogar der gleiche Effekt sein. Habe ich noch nie ausprobiert, weil ich eigentlich immer nur den Violetten hier hole. Obwohl ich auch am Überlegen bin, ob ich... ist eigentlich nicht fürs Spiel notwendig. Da gibt es noch... den habe ich auch gerade gezähmt. Das heißt, ich habe jetzt einen Goblin und einen Chocobo gezähmt. Okay. Es gibt noch eine Sache, wo man auch einen Chocobo bräuchte. Das könnte eine gute, ich nenne es mal, Geldquelle sein, aber ob man es wirklich, ob ich das wirklich machen möchte, ist eine andere Sache. So, Goblin und Chocobo, Perücke und Küken ein. Mal gucken, was es ist. Vielleicht ist das was für, Apfel. Was Goblins besiegt, genau. Das haben wir erledigt. Wo war's? Monsterzucht war es, glaube ich. Dekor. Achso, das haben wir schon. Bei ihm halt nur mit dem violetten Küken. Also wir haben jetzt die klassische Säs-Variante. Aber ich glaube, beim violetten Küken werden wir auch ein violettes Chocobo haben. Kann das eigentlich auch Lorenz tragen? Ja.
Obwohl Playmobil Karfunkel, weil Karfunkel ein bisschen größer ist. So, damit hätten wir Fragment Nummer 1. Und dann können wir hier mit dem Kaktor hier reden. Eine mysteriöse Aura umgibt die Statue. Möchtest du die Statue berühren? Ja. Oh, das ist mal weg. Okay. Und haben den Purpurkristall. Den ersten der Kristalle bekommen. How did we get back here? Wow. Back in a flash, huh? A bit unsettling, but I could get used to it. So, nämlich, dadurch, dass das Gebiet so riesig ist, gibt es verteilt einige Kaktor-Statuen. Und mit diesen kann man sich wieder zu den. Also hier zu diesem Kaktor-Punkt hier porten, also mit den roten. Und bekommt beim ersten Mal ein Fragment. Mit dem kann ich noch nicht reden. Okay, dann reden wir jetzt mit ihm nochmal, weil wir ja jetzt die Goblin-Essenz erlangt haben. So, you took care of those little monsters. I have to hand it to you. You're stronger than you look. Thanks for dealing with that little problem. Say, can I ask you another favor? Some of my people are in desperate need of wool. Why don't you go and talk to the folk over there? They'll fill you in. Okay. Took care of our monster infestation problem. I'm impressed. Now that you've proven yourselves, I have another favor to ask of you. I need help collecting wool from the sheep wandering the plains. Der Schäferstein. Ja, ich lese auch wieder vor. Das Gras der erhöhten Steppe wiegt sich gemächlich im Wind der Zeit. Die Jägerin Mytha hat von Knowles und Sarahs Kampfkraft gehört und bittet sie deshalb um Hilfe. Sie braucht drei verschiedene Sorten Wolle von den großen Schafen, die auf der Steppe weiden. Und um das Paradox zu lösen, sind Sarah und Noel auf das Vertrauen der Jäger angewiesen und sollten ihnen nach Kräften helfen. I appreciate whatever you can do to help. You'll come across some sheep bigger than the others. They're the ones you want. They have the best wool. Okay. Aber zuallererst hole ich mir hier noch und da drüben die paar, das bisschen Karte noch, was mir fehlt. So. Weil das bisschen, was ich jetzt schon noch sammeln kann, ist das schon mal gut. Eventuell kriege ich hier sogar hier im ersten Besuch alles an Karte aufgedeckt. Hier ist noch eine Truhe. Astralzipfel. Okay. So. Das erste Schaf. Rauwolle. So. Das ist die erste. Ich brauche. So. Nochmal Goblins. Goblin-Meister. Zuallererst die Kleinen, dass sich da keiner upgraden kann. Also die Fähigkeit haben sie immer noch. Ja, wir haben noch keine Merkmale, aber das ist eins der Merkmale. Dass wenn kein Goblin-Meister da ist, es die Möglichkeit gibt, dass sie sich upgraden. So. Und da haben wir sogar noch einen Goblin-Meister gezähmt. Der Schaudertropfen. Kann ich eigentlich schon Lorenz upgraden? Wieder. Ja, einen Schaudersplitter habe ich. Also einmal kann ich upgraden. Nehme ich mit. Bannresistenz. Okay. Ad Aero, Zeitsegen. Okay, bin mal gespannt, was es so noch für Fähigkeiten gibt erstmal. Jetzt schaue ich mich erstmal noch weiter um nach
weiteren Schafen und ein bisschen Karte aufdecken. So. So, Goblins wieder. Außerdem, es wird noch ein bisschen dauern, aber ich werde irgendwann dann fast gar nicht mehr viel mit einem Verteidiger spielen. Sobald ich den Brecher im Endeffekt habe, geht es richtig ab. Vor allem, sobald ich den bekommen kann, kann ich ihn halt auf Maximallevel ziehen im Endeffekt. Ich muss nur Zeug farmen. Aber das kann dann richtig lustig werden. So, da vorne ist ein Schaf. Ich will das Schaf. So. So, Nummer 2, Feinwolle. Okay. So. Dann hier noch ein bisschen Zeremoniestätte. Ein bisschen Karte aufdecken. Ja, nehmen wir die Goblins später mit. Die gehen schnell down und geben Kristallpunkte. Schaudertropfen. Ich brauche eigentlich die Stufe 3, weil das ist alles noch Stufe 1. Oben gehört, dass da was ist. Und was haben wir da? Speckstücke. Okay. So, ich gehe jetzt mal schon mal ein Stück weiter, weil es hier in der Nähe nochmal eine Statue gibt. Genau, hier gibt es dann eher so Robos. Hier müsste ich nochmal eine rote Statue geben. So, wir haben hier Skutum. 3 Stück. Gerade noch was anderes, was ich erzählen kann, zu den DLCs, die es hier zum Spiel gibt. Das sind Kolosseumskämpfe und man kann, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Charaktere, gegen die man da kämpfen kann. Genau, hier ist der Mogri und hier ist die Statue. Und die kann man dann sozusagen als Monster zähmen. So, dann nehmen wir die Statue noch mit. Das Erkunden werde ich in anderen Malen machen. Einfach jetzt mal das noch nutzen. Das müsste der Azurkristall sein, genau. So, und dann noch
das letzte Schaf. Ich muss jetzt mal ein bisschen schauen, wo das letzte rumirrt. Ich habe schon... Da drüben vielleicht. Da drüben ist es. Dadurch kriegt man halt auch so ein paar Boni noch. Also mit den DLCs, das wäre, glaube ich, zum Beispiel Lightning könnte man, glaube ich, kriegen. Und noch ein paar andere Charaktere, auch aus dem ersten Teil. Jetzt habe ich nicht die anderen... Also jetzt nicht Snow und so weiter, sondern ich glaube Amodar, also den Leiter von dem von dieser Schutzgarde in Bodom und so. Und halt ein paar schwere Kämpfe, aber ist jetzt nicht die Rede wert. Und ich glaube ein kleines, in Anführungszeichen, Story-DLC gibt es auch noch mit Sass, aber ist auch jetzt nicht so wirklich wichtig. Thank you so much. The quality of this wool is amazing. Here is a little something for your trouble. Only the best hunters can run around these plains without a care in the world. Maybe, just maybe, you two can save us from the peril hanging over our heads. So, den Schäferstein. So, was verursacht den Sturm? Dürfen wir jetzt? Genau. So, man sieht ja jetzt schon, was passiert. Man hat's, man kennt es ja schon, im ersten Teil gab es ein Gebiet, wo wir mit solchen Kugeln das Wetter von sonnig auf Regen schalten konnten. Wir haben hier in der Archhüttensteppe vier verschiedene Möglichkeiten für Wetter. Und wir haben bestimmte Gegner, die bei bestimmten Wettern da sind. Und die Kaktor-Statuen sind teilweise auch nur bei bestimmtem Wetter vorhanden. Also, um sie zum ersten Mal zu finden. Sobald sie aktiviert wurden, sind sie immer da. So, ne, jetzt habe ich die Goblin-Sense in den Schäferstein. Das nächste Fragment kommt noch. Mit Purpur und den Azurkristall. Jetzt kommt... muss ich jetzt erstmal gucken, wo ich das Wetter habe, was ich jetzt brauche als nächstes. Das ist jetzt sonnig. So, und zwar reden wir jetzt gerade mit ihm. Ja komm, wir reden gerade noch mit ihm und machen die Story ein bisschen weiter. Weil wir müssen noch sonnig stellen. Weil da drüben haben wir schon unser Ziel im Endeffekt. We've learned what's behind that storm. There's a monster prowling the grasslands that's taking all the flan. The beast is massive. It can swallow dozens of flan. And when it does, it kicks up that storm we've been seeing. A beast that can swallow dozens of flan in one go? No, are you thinking what I'm thinking? Ein gigantisches Monster, das etliche Puddinge verschlingt, verursacht den Sturm. Was passiert hier? Steht eine Verbindung zu dem Pudding in Sunlet? Es ist ein Paradox. Wie lautet Mox fundierte Analyse? Vernichten wir erst, um es herauszufinden. Es ist ein Paradox? Yeah, it could be the paradox. It's the only way to explain the monster. Maybe the creature's mouth itself is a rift in time. Could be. We're going to have to take it down to find out for sure. So we should go check it out, right? Look. There's no other explanation. They're being sucked into a time rift. And then they're reappearing back at Sunlith. Right. If we can take down this beast, we can stop the giant flan from getting any bigger. So,
Nun haben wir zwar das Monster freigeschaltet, aber wir sehen, jetzt steht da ein Adamantaimai. Der ist noch ein bisschen zu stark für uns. Deshalb brauchen wir ein anderes Wetter. Jetzt stelle ich das hier wieder um. Also je nachdem, wie die beiden Hebel stehen, gibt es halt ein Wetter und vier verschiedene Möglichkeiten. So. Wir haben jetzt Gewitter. So, das ist das Wetter, was wir brauchen für den Boss. Aber ich glaube, das andere war schon bewölkt, was wir am Anfang hatten. Ja, das hier müsste bewölkt sein. Dann gehen wir mal dahin, wo ich hingehen möchte. Wie gesagt, erkunden mache ich ein andermal. Und ja, das ist genau das richtige Wetter. Ach, egal. Ich ignoriere den jetzt einfach mal. Ich möchte jetzt noch die anderen Kaktor-Statuen freischalten. Beziehungsweise auf jeden Fall die letzten beiden. Die letzten drei. Also halt, ja, die restlichen Kaktor-Statuen halt noch. Und zwar dafür, für die erste davon. Muss ich hier lang? Und hier zu dem Wirbelsturm. Also zu der Windhose. Nur Gegner bringen hier nicht viel. Deshalb werden die Kshatriyonen erstmal zerlegt. Auch wieder, wie bekannt, mit den anderen von dieser Art in den Schock bringen und dann gehen sie drauf. Ziemlich schnell. Noel frisst ganz gut. Muss wohl gleich ein bisschen heilen, eventuell. So, das sind auch Verteidiger. Die Reifs sind, sieht man erst, wenn man sie gezähmt hat. Mal kurz Lebenssymphonie. Dann mal schnell Noel hoch. Delta. Wie schnell, dass wir nicht. Ja. Viel Schaden nehmen. Oder den Schock verlieren, meine ich. So. Zack. Und jetzt fällt er gleich im Moment. Ja, jetzt fallen die Leben. Elektro bringt am meisten. Ich glaube auch, wenn man auf Schwächen geht, steigt der Schock ein bisschen besser. Aber eigentlich eventuell. Nee. Ich habe kein Paradigma, wo wir zwei Verheerer haben und einen Verteidiger. Wieder ein Schock. Nochmal eine Combo und dann war's das.
Noel, hopp. So. Und jetzt können wir hier Mogi einsetzen und haben hier eine gelbe Statue. Die wollen wir berühren. Berühren. Und den Frostkristall mitnehmen. Und jetzt sind wir in der Klarwassermarsch. Das ist dieser Bildbereich hier. Now where are we? Huh? Where did we so. Dann gehen wir erstmal zur ersten von den beiden Statuen hier. Nämlich die hier in der Mitte. Nehmen noch die Goblins mit, oder das sind glaube ich andere. Genau, Gankanak. Manipulatoren. Okay. Hier auf ihren Roller Skates durch die Gegend sliden. So. Und ist auch schon halb down. Dann haben wir es gleich. So. Dann haben wir hier noch mal eine Statue. Und die wollen wir auch gleich nutzen. Dann gibt es den Bernsteinkristall. Zack. Und dann gibt es noch eine letzte Statue, die ich auf jeden Fall auch noch schnell holen möchte. Dann ziehe ich die hier wieder runter für stürmisches Wetter. Nicht ganz. Das ist Regen. Das ist aber für die Klarwassermarsch ein recht nützliches Wetter. Weil dort gibt es dann Stufe 5 Monsterkomponenten. Die alles, also die Schauderkristalle, gibt es da sehr groß. Okay, dann doch nochmal den hoch für stürmisches Wetter. So. It seems the monster Feral is causing the storm. Defeating him will most likely end all of our problems. Dann hole ich jetzt noch in der Klarwassermarsch zwei Sachen ab. Nämlich einmal die Statue und ein weiteres Urartefakt. Gibt's da auch. Wenn's mich nicht ganz täuscht. Ach ja, bei dem Wetter gibt's primär Seas. Und ich kann schon sagen, es gibt hier eine Essenz, die will ich eigentlich fast gar nicht machen, aber ich werde sie machen. Da gibt es ein Monster, was mir nicht so gefällt. So.
Und hier gibt es die Mogil. Nehme ich gerne mit. Da drüben gibt es die Statue. Aber zuallererst gehe ich hier ein bisschen weiter unten lang. Was haben wir hier? Welche Seeds, die ich nicht mitnehmen möchte. Ich hätte irgendwann eh nochmal überall durchgehen, aber erst später, wenn ich dann auch noch ein bisschen mehr Level habe. So. Gizarkräuter nehme ich immer gerne mit. Kann mir auf Chocobos reiten, vor allem bei den Rex. Nein, Vladislaus will ich bitte nicht. Obwohl, der heißt, glaube ich, gar nicht Vladislaus, aber ist okay. Wo bist du? Vielleicht da unten bist du. Und da unten ist ein Urartefakt. Das ist ja gerade ein großer. Falsche Taste. Morg. Artefakt. Und jetzt geht's noch zur Statue. Also ich werde hier das Gebiet so nach und nach dann noch erkunden, aber jetzt aktuell werde ich es lassen. Lass mich in Ruhe. Ah! So, Präventivschlag holen, dass wir eventuell neu starten können. Male Branche. Alter, du machst Schaden. Und zähmbar sind die CCs immer. Der hat ein bisschen viel Leben. Den werden wir nicht schaffen. Also klar, Wassermarsch ist auch ein bisschen High-Level aktuell noch. So. Na, ich meine, hier ist es einfach gerade nur gewesen, kurz die Statue noch zu holen. Zack, zack. So. Steppe. Amethystkristall. So, Fragmente, Raumzeiten, Archivierte Steppe. Genau, die schwarze Lochgemme. Die machen wir noch. Goblin-Essenz haben wir. 1, 2, 3, 4 Essenzen fehlen noch. Und wir haben die Kristalle. Perfekt. Die Sachen tue ich jetzt einfach noch kurz. Einmal kurz anklicken. Und die Goblin-Essenz. So. Genau, dann haben wir eigentlich alles sogar schon gemacht, was wir machen können. Zum jetzigen Zeitpunkt. Bis auf den einen Kampf gegen den... Ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt. Feral. Die wir auch in der jetzigen Raumzeit machen können. Im jetzigen Wetter. Aber, ich hätte gesagt, das machen wir dann im nächsten Part. Wir haben jetzt erstmal die Archivierte Steppe gut erkundet. Schön Kristalle gesammelt. Gut Kristallpunkte auch mal bekommen. Und ich sehe gerade, Sarah hat wunderschöne TP. Genau. Somit bedanke ich mich bis hierhin fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.